Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Desert War 1940 bis 42. Das Spiel gibt es auf Matrix Games für, ich glaube, 37 Euro. Ich habe es für 22 bekommen, weil ich ja einen Gutschein hatte von 35%. Und für das habe ich mir gedacht, da kann ich es mir schon mal holen. Ist ein bisschen vergleichbar wie War in the East. Nur wie gesagt, hier hat man rein nur den Feldzug vom Afrika-Korps. Und wie ich mich mal ein bisschen hier so durchgelesen habe im Internet, sollte es aber auch mit das Beste, mit eines der Besten sein, was den Afrika-Korps-Feldzug beinhalten. Eine Kampagne gibt es leider nicht, es gibt nur Einzelszenarien. Seht ihr hier in der Leiste, ich glaube das waren 11 oder 12 Stück, die wir hier haben. Aber seht ihr auch verschiedene Rundenzahlen, 21 Runden, 12 Runden. Wir haben die Einführungsmission dabei mit 8 Runden, aber ich würde sagen, wir werden mit der kleinsten jetzt mal anfangen. Die Einführungsmission werde ich jetzt erstmal nicht spielen. Wir spielen jetzt gleich mal hier das mit 12 Runden. Ratten gegen Rambok, Schlacht von Bielgubi. Ich hoffe mal, ich spreche das richtig aus. Wir werden den Kriegsnebel auf jeden Fall anlassen. Werden als Achse spielen. KI-Bonus. Die sollen jetzt keine Vor- und keine Nachteile haben, also wir lassen es jetzt mal hier in der Mitte stehen. Und schauen uns das an. Müssen wir nochmal auswählen hier. So, die Schlacht beinhaltet vom 19. November 1941 bis 23. November 1941. Wir haben 12 Runden. Runden pro Tag sind 3. Also die, ja, wie gesagt, 4 Tage, ist ja klar, steht hier oben. Kartengröße ist klein. Anzahl der Einheiten, die Achse 39, die Alliierten 38. Also hier sind wir eigentlich fast Gleichstand. Truppenstärke gering, Komplexität gering, Vorteil keine Fraktion. Genau. Nur mal gucken wegen den Siegbedingungen hier. Siegbedingungen, hier haben wir es. Sammeln Sie mehr Siegpunkte als die gegnerische Fraktion, indem Sie feindliche Einheiten ausschalten und oder Zielfelder einnehmen. Pro Runde erhalten Sie oder Ihr Gegner Siegpunkte für das Halten der folgenden Zielfelder. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Aber wie gesagt, wir spielen ja als Achse. So, hier haben wir nochmal unser Briefing hier. Das ist das, was wir gerade schon gelesen haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Szenario auf Seiten der Achsenmächte. Verteidigen Sie die Positionen, um Bielgubi Hexfeld 6,7 zu halten. Also, das müssen wir auf jeden Fall halten. Ne? Mal gucken, wo denn das hier... Ah ja, das wird das dann hier oben sein. Schaut so aus. Mal, kann man das hier wegmachen? Ja. Ja, ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass das hier dieses... Können wir nicht irgendwie die Einheiten hier verschwinden lassen? Genau, Armeen von der Karte ausblenden, ne? Das müsste ja dann eigentlich dieses Hexfeld hier oben sein, was so rot umrandet ist. Gehe ich jetzt mal davon aus. Nur HQs anzeigen, also Hauptquartier. Ne, wir lassen jetzt mal alle Einheiten hier. Ihr könnt ja auswählen von den Einheitenfeldern hier, wollt ihr die Einheitensymbole sehen, also zum Beispiel wie hier Panzer, oder ihr stellt auf die NATO-Symbole mit um, dann habt ihr halt das dann hier. Aber das gefällt mir überhaupt nicht, ich bleibe lieber so. So gefällt es mir eigentlich am besten. So, also wir sollen 12 Runden lang im Gegner aufhalten. Kriegsnebel ist klar, lasse ich immer an, weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn man gleich am Anfang hier die Einheiten sieht. Oh, hier unten ist bestimmt die Versorgung vom Gegner. Schaut auf jeden Fall so aus. Ihr seht ja hier die Einheiten. Wir sind ja jetzt momentan in der Aufstellungsphase. Können wir jetzt hier in dem lilanen Bereich aufstellen, wie er möchte. Die hier im roten Bereich und die hier im türkis-blauen. So, das hier sind unsere Aufklärer. Wenn er auf eine Einheit geht, mit der rechten Maustaste, habt ihr nochmal eine kleine Beschreibung. Also seht ihr, wie ist hier unser Aufklärungszug. Die werde ich auf jeden Fall... Okay, hier unten drei Aufklärer brauche ich nicht. Bringen wir jetzt mal hier hoch. Das können wir auch, glaube ich, auch irgendwo hier einstellen. Nur mal gucken. Alle bewegten Einheiten transparent darstellen. Also das zum Beispiel mache ich, weil dann komme ich da nicht durcheinander. So weiß man genau, aha, die Einheit haben wir bewegt. So, die werden wir dann, ich denke, hier mit reinbringen.
Die hier unten. So, jetzt müsste eigentlich unsere Aufklärer hier gute Arbeit leisten, ne? Lassen unsere Panzer, bringen wir mal hier hin. Bisschen auseinander. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Flak dabei. Das ist schon mal gut, weil der Gegner hat auch Luftangriffe. Hier haben wir keine. Hier haben wir auch keine. Da hätten wir wieder eine. Ah, hier haben wir zwei. Ich glaube, wir werden jetzt hier mal eine rausnehmen. Und hier unten mit positionieren. Jetzt haben wir es dabei. So. Und dann vielleicht hier unten noch eine Flak. Müssen wir jetzt mal gucken. Es hat alles ein bisschen ungenau hier, weil alles hier auf Stapeln steht. So. Ah, wird nicht gehen, ha? Ich glaube, man kann pro Stapel nur 4 Einheiten draufstellen, so wie es ausschaut. Wir können unsere Flak nicht verschieben. So, und hier ist es ja so. Wir haben jetzt 4 Einheiten auf einem Stapel. Das seht ihr hier drüben rechts. Ich kann nur nicht weggehen. Weil dann sind sie weg. So, wir sind jetzt auf der ersten Einheit. Das ist diese Artillerie. Und jetzt müsst ihr halt langsam, wenn ihr wollt, mit der Maus hier am Stapel runtergehen. Dann könnt ihr durch die Einheiten hier durchschalten hier drüben. Ihr seht es ja. Das grau unterlegte ist die ausgewählte Einheit, die wir haben. Oder ihr drückt einfach nur auf das Feld drauf von der Einheit und dann wechseln die an den obersten Stapel. Also das bleibt euch überlassen. Ihr könnt aber auch ganz normal die Einheit, wenn ihr es hier habt, anwählen und dann rumziehen, wie ihr wollt. So, was haben wir denn jetzt überhaupt hier? Hier oben zum Beispiel haben wir unseren Treibstoff, hier haben wir unsere Munition. Also ihr müsst ja wirklich schauen, dass eure Hauptquartiere, was ihr über hier stehen habt, intakt bleiben, damit ihr euren Nachschub bekommt. Hier zum Beispiel, wenn wir auf den Totenkopf klicken, hier habt ihr eure Siegpunkte gesamt. Da werden dann die Siegpunkte angezeigt, die ihr habt. Und wie gesagt, wir brauchen ja mehr als der Gegner, damit wir gewinnen. So. Hier haben wir ja dann noch die Aufstellung. Das hier ist das oberste Hauptquartier. Das nennen wir jetzt mal so. Dann seht ihr ja, welche Einheiten dem unterstellt sind. Dem Hauptquartier sind diese drei unterstellt, die natürlich auch wieder aufgegliedert sind hier in die ganzen Einheiten. Also ihr seht, die Einheiten werden nur von diesem Hauptquartier versorgt, die von dem und die von dem. Also hier habt ihr nochmal eine schöne Übersicht, welches Hauptquartier denn für welche Einheiten zuständig ist. Und hier habt ihr das nämlich auch nochmal dann schön aufgelistet. Da ist es natürlich dann, wie sagt man, leichter anzuschauen, welche Einheit jetzt für das Hauptquartier zum Beispiel ist, als wenn man jetzt hier guckt. Hier habt ihr ja nur diese kleinen Symbole. Ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Da klickt ihr einfach hier drauf und hier habt ihr nochmal die ganzen Einheiten aufgelistet, wo jetzt hier was dazugehört. Also ihr seht, die zwei und der hier ist für dieses Hauptquartier. Die Hauptquartiere hier unterstehen zwar auch ihm, aber wenn er hier draufklickt, dann habt ihr nochmal die Unterordnung jetzt nur vor dem einen Hauptquartier. Das könnt ihr alles hier rauslesen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Unsere Aufstellungsphase, hier haben wir noch den Panzer dabei. Den bringen wir jetzt mal hier mit hin. Hier haben wir auch noch Panzer. Die werden wir jetzt mal hier... Achso, wir können dann erstmal nur im roten Feld hier aufstellen. So. Die bringen wir jetzt mal wieder an vorderste Front hier. Die Flak würde ich sagen, ja, das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir nur 4 Einheiten pro Stapel aufstellen können. Also hier haben wir die Flak, hier haben wir halt leider keine. Aber ich würde es jetzt mal so machen, wir ziehen jetzt hier mal eine Artillerie raus. So, und haben jetzt Platz für eine Flak. Dann werden wir die von dem Hauptquartier nehmen. So, da haben wir eine Flak, hier haben wir eine Flak, hier ist eine dabei und hier ist eine dabei. Hier oben steht natürlich noch eine. Die bringen wir jetzt trotzdem mal wieder zum Hauptquartier zurück, dann lassen wir die. So, also ich denke jetzt mal, die Aufstellungsphase passt jetzt so. Den Panzer können wir noch nach vorne schieben. Da haben wir noch eine Infanterieeinheit. Die lassen wir jetzt mal hier stehen. Wir beenden jetzt einfach mal die Aufstellungsphase. Für mich passt das jetzt so. So, das können wir mal dicht machen. So, wir sind jetzt in der ersten Runde. Wir können jetzt unsere Einheiten bewegen. Wir bringen jetzt aber alle erstmal, weil wir einen Gegner noch nicht sehen,
unsere Aufklärer nach vorne. So, den hier, den hier, den hier. Die sollen jetzt erstmal in aller Ruhe aufklären und weiter. So, wir können die Panzer noch gar nicht bewegen, ne? So, mehr machen wir jetzt auch mal erst gar nicht. Die Aufklärer hier. Und irgendwo gibt es hier noch so einen schönen Knopf. Einheiten an ihrem Startzielpunkt anzeigen, genau. Wenn er jetzt nochmal draufklickt, dass er nicht gedrückt ist, seht ihr hier, dann seht ihr jetzt, wo zu Anfang eure Einheiten stehen. Und wenn er auf die Einheit als Nummer mit der Maus drüber geht, dann seht ihr ja, wo sie sich hin bewegt, hier. Und wenn er jetzt nochmal auf den Knopf hier drückt, dann seht ihr, wo sie dann stehen, nachdem ihr die Runde beendet habt. Und das werden wir jetzt auch machen. Gehen jetzt auf Runde beenden. So, habt ihr halt leider immer diesen Bitte warten Bildschirm. Was mir natürlich in Videos, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich habe es nur in Videos mal gesehen. Und in größeren Schlachten, wenn jetzt die KI viel zum Nachdenken hat, dann sitzt der wirklich, ja, kurze Zeit in diesem Bitte warten Bildschirm, bis es dann zu dieser Phase hier geht. Die erste Phase ist die Planungsphase und jetzt sind wir in der Bewegungs- und Kampfphase. Hier könnt ihr jetzt auf Play drücken und dann werden jetzt eure Befehle abgespielt. Da könnt ihr dann schneller und langsamer machen. Also ich habe es jetzt so eingestellt, dass es ein bisschen langsamer läuft, weil wo das nämlich auf volle Pulle eingestellt ist, dann war, und dann war der Angriff vorbei und boah, ging das schnell. Also für mich, so wie es jetzt eingestellt ist, finde ich es eigentlich mit am besten. Ne? Müsst ihr einfach immer nur ein bisschen aufs Minus dann drauf drücken und ihr seht, geht es alles ein bisschen langsamer und so ist es auch, finde ich, ein bisschen übersichtlicher. So, hier haben wir die ersten Kämpfe. Und da ist es jetzt genauso. Da, wo jetzt zum Beispiel ein Kampf ist, geht er mit der rechten Maustaste drauf. Dann öffnet sich nochmal das Fenster hier. So, hier haben wir natürlich, der Verteidiger ist abgezogen, um die Verluste gering zu halten. Das ist natürlich blöd. 25% Schaden auf die Stärke und 46% Schaden auf die Bereitschaft. Also hier haben wir wirklich jetzt einen riesen Treffer kassiert. Das ist unsere Aufklärungseinheit. Boah, das ist natürlich übel. Was haben wir hier unten? Ne? 10 und 29% auch wieder auf die Aufklärer. Und hier haben unsere Aufklärer sogar verloren. Und die Briten haben keinen Schaden genommen. Das ist natürlich jetzt blöd. So, ihr könnt ja jetzt nichts weiter machen. Ihr müsst jetzt erstmal hier das hier schließen. Ihr könnt aber nochmal zurückspulen, wenn ihr wollt. Wir schließen jetzt mal. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie hier rauskommen. Okay, haben wir zwar keine gute Chance hier. Tja, ist ja blöd, weil wir jetzt unseren Aufklärer hier unten verloren haben. Dann ziehen wir jetzt trotzdem mal ein bisschen zurück. Wir müssen eigentlich schauen mit unserem Panzer. Müssten wir den eigentlich, diesen Aufklärungszug, dass wir den hier knacken, ne? Oder lasse ich sie nur näher rankommen? Dann müssen wir jetzt mal schauen, ey. So, Luftunterstützung haben wir. Ist halt jetzt für die Aufklärung die Flugzeuge. Die seht ihr anhand von dem Fernglas. Und hier können wir Bodeneinheiten als Unterstützung zuweisen. Wenn wir es jetzt auf den Gegner drücken, dann als Angriff. Zählt aber nur, wenn wir mit unseren Bodeneinheiten auch dann die Einheit mit angreifen. Also wenn er jetzt nur die hier einen Bodenangriff zuweisen drückt, aber keine Einheiten mit angreifen vom Boden her, dann bringt es euch nichts. Also ihr müsst jetzt, könnt jetzt zum Beispiel die Einheit auswählen, muss aber irgendeine Einheit damit angreifen. Oder ihr könnt die, des euren Einheiten zuweisen als Verteidigung. Da müssen wir aber jetzt erstmal gucken, bevor wir da überhaupt irgendwas drücken. Was wir jetzt hier am blödsten machen, also die Panzer können wir noch nicht bewegen. Ich glaube, dass wir die hier zurückziehen. Ja, scheiße, weil wir den Aufklärer hier nicht rausbekommen. Der wird als nächstes jetzt dann drauf gehen. Hm. 50% haben sie noch Gesundheit und 75% Kampfstärke. Tja, was machen wir jetzt mit unseren Aufklärern? Die haben wir bestimmt jetzt verloren, wenn die hier angreifen.
Wir müssen jetzt trotzdem mal gucken, dass wir. Der hat 2% verloren, das ist nicht die Welt, dass wir die jetzt erstmal zurückziehen. Wir lassen jetzt meinen Feind näher rankommen, damit unsere Artillerie in Reichweite kommt. Ah, die würden sogar hier hinkommen. An die Einheiten jetzt nicht, aber hier. Ja, dann lassen wir es hier schon mal gleich angreifen. Kommt die hier hin? Ne, die würden sich nur bewegen, also die lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Ziehen jetzt mal mit unseren Panzer hier vor. So, die Panzerabwehr hier hin, die Artillerie. Ja, wir müssen die jetzt erstmal näher kommen lassen. Dann soll unsere Artillerie erstmal draufballern. Wie gesagt, wir können jetzt erstmal nur die eine Einheit angreifen. Mehr machen wir auch, ne? Wir könnten trotzdem probieren, dass wir mit unserem Panzer hier die Aufklärungseinheit hier wegbekommen. Oder wenigstens extrem anschlagen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall probieren. So, ihr seht es ja selber. Wir haben 5 Siegpunkte, der Gegner hat 6. Das ist natürlich scheiße. Ja, aber wir lassen es jetzt, wie gesagt, mal so abspielen und schauen mal, was rauskommt. Oh, Luftangriff. Ich hoffe natürlich, wir verlieren jetzt hier unseren Panzer, ne? So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Scheiße, wir, unsere Artillerie hat einen Schaden genommen. Schaden auf die Bereitschaft, aber Gott sei Dank nur 5%, das ist jetzt nicht die Welt. Oh, wir haben unseren Panzer verloren. Eine Einheit ausgeschaltet, scheiße, das zerrt natürlich wieder extrem an unsere Siegpunkte. 10 zu 11. Wir haben unseren Panzer verloren. So, hier haben sie auf jeden Fall schon mal kassiert. Schaden auf die Stärke und 47 auf die Bereitschaft. Wobei wir nur 6 auf die Stärke haben und 24 auf die Bereitschaft. Das geht noch. 8 Schaden auf die Stärke. Ja, das war dieser Luftangriff. Aber da muss man jetzt sagen, gut, weil wir hatten die Flak dabei. Weil dann hätte es vielleicht anders da ausgehen können. Das glaube ich hatten wir schon. Genau, hier haben wir unseren Panzer verloren. Ah, hier haben wir auch mit unserer Panzerabwehr kassiert. Okay, wir haben jetzt 2 Einheiten verloren bis jetzt. Einmal unseren Aufklärer und einmal unseren Panzer. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unseren Aufklärer, den kriegen wir einfach nicht raus hier. Bringen wir jetzt mal ein bisschen hier runter. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir sind hier viel zu weit auseinandergezogen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen einen Fehler gemacht. Wir werden jetzt erstmal mit dem Panzer... greifen jetzt mal hier an, unseren Aufklärer mal hier hochziehen, den hier. So, jetzt fangen wir mit den Artillerien an. Die bringen wir Artillerie zu Artillerie, genauso wie den hier. Boah, die sind schon sehr weit dran. Jetzt lassen wir mal trotzdem hier aufklären, mal schauen, was das hier ist. Hier bringen wir dann Bodenunterstützung dazu. So. Was haben wir hier alles? Boah, da ist unsere Artillerie schon ziemlich weit hier. Weil ich denke, wir werden jetzt hier sowieso mit unseren Panzer dann angreifen. Da haben wir noch den Aufklärungstrupp. Könnten wir sogar Glück haben, dass wir mit unseren Panzer hier was reißen können. So, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Aufklärer mal ein Feld zurück. Was ich natürlich jetzt nicht verstehe, warum wir unsere Panzer hier nicht bewegen können. Da haben wir die Flak noch, da müssen wir natürlich auch mit aufpassen. Hier haben wir noch eine Artillerie. Die kann hier angreifen, das ist schon mal gut. Eine Flak haben wir dabei. Da haben wir eine Flak hier.
So, die soll hier mal mit angreifen. Was haben wir jetzt noch? Infanterie. Die lassen wir jetzt, glaube ich, mal zur Verteidigung von der Flak stehen. Ist mir, glaube ich, lieber. Hier haben wir nur die eine Infanterieeinheit. Die könnte man angreifen. Unsere Panzerabwehr bringt mir hier nicht viel. Wir lassen jetzt das einfach mal so stehen. Schauen mal, was die Runde jetzt bringt. Ah, ich hoffe, wir kassieren nicht so arg jetzt den Schaden, ey. Da die hier vorgerückt sind, will ich gar nicht wissen, was jetzt hier passiert ist. Da haben wir natürlich schon einen bitteren Schaden jetzt hier genommen. Ah, da haben wir auch Schaden kassiert. Und hier haben wir übelst kassiert. 43% auf die Bereitschaft. Halt, das hat man schon. Hier ist es natürlich sehr gut gelaufen für uns. 0-0. Dafür haben die Flugzeuge einiges eingesteckt hier. Aber es ist klar wegen unserer Flak. Wenn wir mal hier gucken. Ja, hier haben wir so viel Schaden kassiert, dass wir uns sogar zurückziehen mussten. Der Gegner hat überhaupt nicht viel bekommen. Die haben sogar hier, zwei Panzer dabei. Okay, hier werden wir nicht viel entgegensetzen können mit Artillerie, Flak. Gegen Panzer sowieso nicht. So, und hier haben wir auch nicht viel Schaden im Gegner erteilt. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Aber zurückziehen können wir uns jetzt hier gar nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir irgendwie... Hier haben wir zwei Panzer. Hier sind auch zwei Panzer. Dass wir jetzt hier mal die Panzerabwehr... Den Panzerabwehrtrupp hier mal mit reinbringen. Da haben wir auch noch einen. Die sollen jetzt hier mal mit angreifen. Dann geben wir hier noch Bodenunterstützung dazu. Den könnten wir mal aufklären lassen, was das hier ist. So, jetzt natürlich, ich glaube, wir ziehen mit unseren Panzer alles hier rein. Weil sonst, glaube ich, wird es hier nichts mehr. Panzerabwehrkompanie. Sind halt auch schon extrem angeschlagen hier. Ja, aber was soll's, wir brauchen die. Beim hier haben wir die Panzer. Nee, die ziehen wir alles mit hier rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir noch eine Panzerabwehrkompanie mit dabei. So, und zwar die hier. Die müssen wir halt zerschlagen können. Das wäre halt super. So, unsere Artillerie ziehen wir mal auf die Infanterie. Weil gegen Panzer werden wir hier eh keine große Chance haben. Wobei ich denke, wir hätten uns auch lieber mal zurückziehen sollen. Mal schauen, ob wir hier trotzdem mal einen kleinen Schaden machen könnten. Wir werden es probieren. Unsere Artillerie. Ich glaube, da lassen wir auch mal hier bei denen Panzer hier mit angreifen. Jetzt müssen wir mal gucken, kriegen wir. Ah, jetzt kriegen wir unsere Panzer raus. Das passt schon. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo wir natürlich aufpassen müssen, dass sie hier nicht durchbrechen. Wir lassen jetzt mal einen zur Sicherheit hier stehen. Jetzt einen Aufklärer mal hier hin. Die Infanterieeinheit zum Aufklärer. So, die Flak bleibt stehen. Da haben wir die eine Infanterieeinheit. Werden es mal probieren. Da haben wir auch noch eine. Vielleicht können wir die eine Einheit zerschlagen hier. Mal gucken. Ne? Wir bringen jetzt mal drei Infanteristen hier runter. So. Tja, was mache ich denn mit dieser Aufklärereinheit hier?
Die ist total abgeschirmt jetzt von den eigenen Einheiten. Ja, aber die müssen wir jetzt mal hier unten lassen. Bleibt mal gar nichts anderes übrig. So, mal schauen, was jetzt hier rauskommt. Da bin ich gespannt jetzt. Ah, trotzdem haben wir jetzt ein bisschen... Okay, wir haben leider keine Flak dabei. Vor allem auf die Siegpunkte habe ich gar nicht geschaut, wie es jetzt hier steht. Der Gegner ist verdammt weit vorne jetzt. Na, ich hoffe natürlich, dass das noch was wird hier. So, wie schaut es hier aus? Schaden. Da hat der Gegner eingesteckt. Okay, wir haben schon wenigstens mal ein bisschen an Schaden verursacht. Aber halt nicht viel. Boah, 42% Schaden auf die Bereitschaft. Wir hatten auch die Jäger dabei. Lufteinheiten 3% Schaden, 10% Bodeneinheiten, 13%. Da haben wir natürlich trotzdem eine riesen Schlappe bekommen hier. Wie schaut es mit unserem Panzer aus? Zwei Einheiten. Oh, das ist prima. Wir haben zwei Einheiten ausgeschaltet. Zwei Verteidiger konnten sich nicht komplett zurückziehen. Okay, schade. Aber dafür haben wir zwei Einheiten ausgeschaltet. Das ist schon mal prima. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal mehr Einheiten ausschalten, weil sonst wird es hier überhaupt nichts. So, hier sind die Panzer durchgedrungen. Müssen wir jetzt schauen, dass wir die irgendwie aufhalten. Wir werden jetzt die Panzer mal verfolgen hier. So, die sind alle auf Angriff von dem hier. Dann bringen wir jetzt mal... Lass uns trotzdem mal gucken. Ah, der ist schon verdammt angeschlagen hier. Die Panzerabwehrkompanie. Ich glaube, wenn wir die jetzt hier mit reinschicken, die werden jetzt dann auf jeden Fall verlieren. Na, könnten Glück haben, dass wir die hier unten wegbekommen. Da haben wir unsere Aufklärer. Ziehen wir jetzt mal gar nicht. Also, na, den haben wir, lassen wir hier stehen, haben wir gesagt. Da bringen wir die Aufklärer dazu. Tja, die ist auch fast vernichtet. Scheiße. Ja, da bomben wir mal mit unserer Artillerie noch mit drauf. Hier haben wir die Artillerie mit drauf auf die Panzer. Erstmal alles auf die Panzer, dass die hier nicht weiter durchkommen. So, wie schaut es mit dem aus? Na, okay, der hat noch ein bisschen. Ich glaube, den werden wir auch benutzen jetzt. Da ist ja auch noch ein Panzer. So, mit dieser Artillerie hier drauf. Mit dem hier. Ja, wir werden jetzt trotzdem mal ein Stück hier rüberziehen. Was machen wir jetzt mit unseren Panzer hier? Bringen wir den mal hier rüber. Ja, also wie gesagt, die sind eigentlich noch sehr gut in der Kampfkraft. Die können wir schon mal hier unten rüberziehen. Was haben wir oben noch? Hauptquartier, Flak. Ja, also allzu viele Einheiten haben wir gar nicht mehr. Da müssen wir natürlich aufpassen. So, Runde beenden. Halt, unsere Flieger. Bodeneinheiten bringen wir hier auf die Panzer. Scheiße, diese Flieger, ey. Vier Einheiten ausgeschaltet. Wir haben vier Einheiten verloren. Boah, schaut mal hin. 36 zu 64. Boah, das werden wir verlieren. Das werden wir auf jeden Fall verlieren. Okay, aber dafür haben wir einen Panzer hier vom Gegner ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Ein Panzer hat er verloren. Unten kommt ein Aufklärer. Es sind alles Aufklärereinheiten, so wie es ausschaut. Ja, müssen wir mal hier vernichten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Einheiten vernichten. So, du hier.
Du hier. Was haben wir hier jetzt alles? Da ist noch der eine Panzer dabei. Ja, wir machen uns jetzt hier an den Panzer ran. Mal gucken, was wir mit diesen Fliegern hier machen. Unsere Artillerie. Panzerabwehrdrop, da die Artillerie mit drauf hämmern. Dass wir diesen Panzer hier wegbekommen. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir die eine. Wir werden es jetzt probieren. So, es ist natürlich hier offen, aber ich hoffe mal, dass die jetzt hier oben nicht durchbrechen. Schauen jetzt mal, dass wir mit unserer Aufklärereinheit hier nachkommen. So, die lassen wir mal hier stehen. Was? Erschwerte Unterstützung. 1, 2, 6. Da sieht man es nicht. Wir werden es aber probieren. Ne, die lassen wir hier stehen. So, lassen wir mal die Runde abspielen. So, der Panzer ist ausgeschaltet. Prima und fast kein Schaden, ne? So, wir haben aufgeholt. 61 zu 73. Das ist natürlich gut. Aber da kommt schon noch was. 53% Schaden auf die Stärke. Boah, da haben sie kassiert, ey. Oh, habe ich ja Pause gedrückt? Ja. Und hier haben wir es sogar überrannt. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Nur mal gucken. Null. Boah. Scheiße, ne, einen Panzer. Da müssen wir gucken, dass wir den jetzt irgendwie hier rausziehen. Den haben wir ja. Okay, da haben wir nur ein bisschen Schaden genommen. Und hier haben wir auch eine Einheit verloren. Okay, wegen diesem scheiß Panzer. Ja, aber wie gesagt, wir haben trotzdem wieder sau für Siegpunkte aufgeholt. Jetzt müssen wir mal weiter hier schauen. Also dem Panzer, der ist so angeschlagen, der muss weg. Der muss weg und dem werden wir auch eine Flak jetzt mit dazu stellen, wegen Luftangriffen. Ne? So, den hier runter. Mal hier aufdecken, was das ist. Dann nehmen wir hier. Ah, da ist dieser Panzer noch. Ja, Bodenunterstützung. Gehen wir hier dazu. Panzer mit hier drauf, den Panzer drauf. Die Artillerie soll auf den Panzer hämmern. Die auf den Panzer. Die werden wir jetzt mal zurückziehen. Die bringen wir jetzt mal hier hin. So, da haben wir die Panzer noch. Ja, die Panzer ziehen wir jetzt auch mal hier weg. Wenn ich nur wüsste, ob wir die hier schaffen. Mal gucken. Wie schaut es hier aus? Für 66, 75. Ja, wir werden es probieren. Vielleicht können wir die sogar zerstören. Wäre super. Wir brauchen unbedingt diese Punkte. So. Panzerabwehr. Da haben wir die Flak. Wir haben aber wirklich nicht mehr viele Einheiten. Ne? Ja, hier haben wir noch eine Infanterieeinheit. Ist halt auch schon ein bisschen angekratzt. Die bringen wir jetzt mal hier hoch. Und hier haben wir die hier noch. Ja, die bringen wir jetzt auch mal hier hoch. So. Lass mal so. Ja, ich glaube, schaut gut aus. Haben wir sogar mehr Schaden kassiert als der Gegner. Das war dann nicht so gut. Hier haben wir auch viel Schaden kassiert. Kacke. Dann 0-0. Boah, wir haben unseren Panzer verloren. 66 zu 88.
Es ging natürlich jetzt nach hinten los. Da haben wir auch nichts weiter. Also, das ging nach hinten los. Das war natürlich jetzt Mist, was wir hier gemacht haben. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir denen hier in den Rücken hier reinfallen. Zwei Panzer. Gehst jetzt mal hier hoch. Das könnte man eigentlich schaffen hier. Und da ist ja dieser blöde Panzer noch dabei. Das machen wir jetzt einfach mal hier hin. So, haben wir noch irgendwo Infanterie? Ja, hier. Artillerie mit draufhämmern. Ja, wir bringen jetzt mal die Panzer hier mit rein. Da haben wir die Flak, das ziehen wir jetzt mal zurück. Natürlich ist hier oben jetzt komplett offen. Also wir haben auf jeden Fall zu viele Einheiten verloren, das merkt man. Wir haben wirklich nicht mehr viel, wo wir jetzt hier bewegen können. Ich hoffe natürlich, wir können das Blatt mal irgendwie wenden. Ich hoffe. Ah, viel zu viel Schaden, ey. Okay, hier haben wir Schaden schon mal genommen. Das ist Mist. Hier hat der Gegner auf jeden Fall mehr, das passt. Boah, da haben wir auch extrem kassiert. Sogar mehr als der Gegner. Boah, schaut mal, was wir hier Schaden haben. 85%. Prozent. 71 zu 90. Wir kommen jetzt hier überhaupt nicht voran. Ich weiß auch nicht warum. Ja, schaut so aus, als ob wir uns zurückziehen müssen. So, Akkus. Artillerie, Panzer. Bringen wir jetzt mal hier rüber. So, hier sind wir schon mal draußen. Da haben wir ein feindliches Hauptquartier, das werden wir jetzt angreifen. So, was sind wir denn? Runde 9 von 12. Oh. Jetzt wird's schon eng. Gehst jetzt mal hier hin. Das brauchen wir dann gar nicht, weil wir eh nicht angreifen. Der hat sich zurückgezogen. Okay, im Rückzug haben sie ein bisschen Schaden erlitten, aber das ist auch nicht die Welt, das passt. Sind wir zufrieden, ne? So, wir greifen trotzdem weiter das Hauptquartier an. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen. Zurück. Ja, jetzt sind wir wirklich auf dem Rückzugskampf hier. So, Panzer. Aufklärer, Panzer hier. Da nicht so nah hin. Na, den müssen wir weiter zurück, weil dann verlieren wir den auch noch. So, und jetzt lassen wir den Gegner wieder näher kommen. Mal was zum Aufklären. Ja. So. Schaut so aus, als ob wir das Hauptquartier zerstört haben. Ja, eine Einheit ausgeschaltet. Schauen wir auf die Punkte. Wow, wir haben es überholt, Leute. 91 zu 90. Das Hauptquartier gibt schon extrem viele Punkte. Jetzt
Jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir das hier oben halten. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, der Panzer muss weg, weil der ist extrem angeschlagen. Genauso wie die Panzerabwehr. Panzer, Panzer. Ja, jetzt ist aber, glaube ich, unsere Artillerie viel zu weit weg. Unsere Flak. Da werden wir mal unseren Panzer verstärken hier. Mit dem hier auch. So, den müssen wir auch mal hier hochbringen. So, Gegner, dann komm mal her. Nein, wir haben unsere Einheit verloren. Scheiße, 96 zu 107, es ging nach hinten los. Oh, unseren Panzer haben wir auch verloren. Im Rückzugskampf haben wir unseren Panzer verloren. Ja, aber wir kommen hier einfach nicht hin zum Angreifen mit unserer Artillerie. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Wir sind in der letzten Runde. Das wird natürlich eng. Ne, wir schaffen es nicht. Wir haben verloren. Von wem kommt jetzt denen seine Artillerie, ey? Leute, wir haben verloren. Schaut so aus. 101 zu 107. Kacke. Sie haben verloren. Ja, ich weiß. Ihr seht es um 6 Punkte Unterschied. Aber egal, ob wir jetzt verloren haben oder nicht, ihr habt jetzt das Spiel mal gesehen. Wie gesagt, ich finde es nicht einmal schlecht. Ihr müsst halt nur aufpassen, wie ihr hier eure Einheiten zieht. Ging halt jetzt leider nach hinten los. In der nächsten Folge werde ich es auf jeden Fall besser machen. Aber ihr seht, die Alliierten haben nur einen knappen Sieg errungen. Also, allzu schlecht haben wir uns gar nicht geschlagen. Wie gesagt, zwar verloren, aber nur ganz, ganz knapp. Siegpunkte anzeigen. Ja. Naja. Ihr seht, hier war das, wo wir es überholt haben, mit 91 zu 90, glaube ich. Und dann sind sie halt hier, haben sie halt nochmal angezogen. Aber ihr seht selber, wir haben halt wirklich viele Einheiten verloren. Wir haben schon mehr Treibstoff, Treibstoffverlust durch Abriegelung. Wir haben schon einiges verbraucht, ja. Aber wie gesagt, ihr habt da wirklich nochmal die komplette Statistik über das ganze Spiel. Aber das mit diesen Siegpunkten, das nervt mich jetzt schon. So knapp. Naja, wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal probieren, diese Schlacht hier. Und dann versuchen wir, dass wir gewinnen. Vielleicht hätten wir am Anfang doch ein bisschen mehr auf Rückzug spielen sollen und den Gegner erstmal kommen lassen sollen. Vielleicht waren wir wirklich ein bisschen zu weit vorne. Aber ihr seht ja, was der Gegner hier noch alles an Einheiten hat. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut mal das an, was hier noch Einheiten stehen. Also noch jede Menge. Müssen wir gucken, dass wir das in der nächsten Folge besser machen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen zeigen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.